Liebe Geschwister, wir werden uns heute mit im Koran festgehaltenen Worten, mit einem Dialog näher befassen. Allah Ta'ala sagt in der Sure 31, das ist nicht ihr Name, aber in der Reihenfolge her gesehen, wir werden gleich den Namen näher thematisieren, sagt auf der Zunge eines Geehrten, oder hält die Worte eines Geehrten fest im Koran. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sinngemäß, wie gesagt, das ist in der 31. Sure nachzulesen, ab dem 16. Vers. O mein lieber Sohn, gewiss wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es sich in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, bringt Allah es bei. Gewiss, Allah ist feinfühlig, Allah kennt alle Feinheiten und Einzelheiten und allkundig. O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Gewiss, dies gehört zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten. Und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange und gehe nicht übermütig auf der Erde einher. Denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Halte das rechte Maß in deinem Gang und dämpfe deine Stimme, denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. Wer sprach dies? Wie heißt diese Sura? Surat Luqman. Luqman. Die wenigsten der Gelehrten würden jetzt hier alayhi as-salam sagen, denn nur die wenigsten Gelehrten sagen, dass Luqman ein Prophet war. Die Mehrheit hält fest, dass er ein Weiser war, dem Allah viel Weisheit lehrte und einer der Rechtschaffenen, allerdings kein beauftragter Prophet. Und die Gelehrten geben von den früheren Schriften weiter, dass er ein Schwarzafrikaner war, der, wie gesagt, viel Weisheit von Allah Ta'ala verliehen bekommen hat, und tragen auch Berichte von den Weisheiten der Schriftbesitzer bezüglich Luqmans weiter. Zu wem sprach er? Allah sagt, er sprach zu seinem Sohn. Und wie sprach er zu seinem Sohn? Indem er sagte, Ya Bunayya. Ya Bunayya, das ist so eine Verniedlichungsform. Ja? O mein Söhnchen. Wie alt war dieser Sohn? Die Gelehrten sagen, dass wahrscheinlich bezieht sich dieses Ya Bunayya nicht auf das geringe Alter des Sohnes, sondern dass dieser Sohn ein voll ausgewachsener Mann war, aber dass dies eine liebevolle Ansprache gewesen ist. Eine liebevolle Ansprache. Ich habe Bücher von Stephen Covey gelesen über Selbstmanagement, Zeitmanagement. Und er erwähnt in seinen Büchern, dass man, um qualitative Beziehungen zu seinen Familienmitgliedern und Freunden zu führen, soll man einen Termin ausmachen. Soll man Termine ausmachen für Qualitätszeit, für die Zeit mit dem Einzelnen. Das heißt, als Familienvater soll man nicht einfach nur im Wohnzimmer sitzen oder als Mutter, sondern man soll einen Termin haben. Mit dir gehe ich jetzt lesen. Du wolltest mit mir spazieren gehen. Du wolltest mit mir in die Pizzeria. Ja? Und dass dann am Ende aus gemeinsam verbrachter Zeit Qualitätszeit wird. Und sei sie bemessen im Sinne von 30 Minuten,
Aber 30 Minuten voller Aufmerksamkeit sind besser, als wenn man einfach 8 Stunden das Gefühl hat, einfach nur irgendwo dabei zu sein, aber keine richtige Beachtung zu bekommen. Und als ich diese Passage aus dem Koran las, Bruder Moni, du hast immer nur wichtige Dinge, deswegen möchte ich das jetzt vorziehen. MTK NO4. Ja? Manche Nachbarn haben jetzt Arbeit oder einen dringenden Arzttermin, deswegen bitten wir euch, dass ihr auch euch immer an die liebevollen Anweisungen des Parkplatzpersonals haltet. Jazak Mahairan. Ihr wisst, die Nachbarn haben große Rechte. Ja? Als ich diese Passage las, habe ich mich daran erinnert. Und meine Forschung ist noch nicht abgeschlossen, aber ich stelle jetzt hier zur Debatte, vielleicht war das gar nicht der einzige Sohn von Luqman gewesen. Vielleicht hat er mehrere Kinder gehabt. Weil Allah Ta'ala sagt nicht deutlich, ja, Libnihi al-Wahid, er sagte zu seinem einzigen Sohn, nein, sondern Libnihi, er sagte zu seinem Sohn. Möglich also, dass Luqman mehrere Kinder hatte und dass hier ein Gespräch, eines dieser qualitativen Einzelgespräche festgehalten worden ist für uns und dass Allah Ta'ala absichtlich, ja, nach Mehrheit der Gelehrten, das Vater-Sohn-Gespräch ausgewählt hat von einem Nicht-Propheten, damit wir uns fragen, was hat Luqman so würdig gemacht, im Koran erwähnt zu werden, beim Namen, ja, über 123.975 Propheten wurden nicht beim Namen genannt, liebe Geschwister. Kommen weder im Koran noch in der Sunna namentlich vor. Warum kommt Luqman namentlich vor und das als Nicht-Prophet? Die Antwort finden wir in den Versen, in den Ayat, die wir durchgehen, und sie sind einzig und allein ein Vater-Sohn-Gespräch. Allah ist weise. Allah weiß, dass die Rolle des Vaters eher dazu anfällig ist, vernachlässigt zu werden, als die Rolle der Mutter. Und er gibt uns einen Hinweis auf, ja, Allahu A'lam, Allah weiß es am besten, aber auf die Bedeutsamkeit von einem Zweiergespräch, Die muslimischen Gelehrten leiten, wie gesagt, auch von den Schriftbesitzern gewisse Berichte weiter und sie erwähnen darin, dass dies auch das Gespräch von Luqman, dem Gläubigen, gewesen ist, mit seinem damals noch Gott ableugnenden Sohn. Ja, und dass später dann sein Sohn auch zu Gott durch dieses Gespräch gefunden hat. Dann erwähnt Luqman, dass gegenüber seinem Sohn, egal was es sein mag, ja, vom Gewicht eines Senfkorns, eine Kleinigkeit, und egal wo, in welchen Umständen dies abläuft, Allah wird einem dies vorhalten. Das ist alles verzeichnet. Und wir Menschen, wir Muslime, manchmal bei aller Fokussierung auf das Wichtige, auf Prioritäten, kann es manchmal uns passieren, dass wir andere Dinge kleinreden, vernachlässigen. Und hier erwähnt Luqman, vernachlässige nichts, auch wenn es dir klein erscheint, denn Allah Ta'ala wird dies hervorbringen. Und liebe Geschwister, ist es nicht so, dass aus den Lektionen des Alltags, aus den Routinen, aus den Kleinigkeiten sich der Charakter eines Menschen formt? Wie kann jemand, der seine Klassenkasse veruntreut, wenn er Schatzmeister in der 5. Klasse für die Klassenkasse ist? Er denkt vielleicht, es geht hier nur um 2-3 Euro. Aber wie kann aus ihm später ein ehrenwerter, vertrauenswürdiger, kompetenter Finanzminister werden, ja, wenn er diese Lektionen nicht im Kleinen lernt? Deswegen sind sogenannte Kleinigkeiten, liebe Geschwister, wichtig. Weil wer Lektionen nicht im Kleinen lernt, der wird nicht fähig sein, sie im Großen praktizieren zu können. Jemand erzählte mir, dass er Geschäfte betrieb mit jemandem anderen aus seiner Familie und dass dieses Familienmitglied ihn um mehrere 10.000 Mark betrogen hat. Und er hat in Erinnerung, dass der Betrüger ihm damals erzählte,
dass er damals unterwegs gewesen ist, eingeladen wurde und es gab einen großen Teller mit Reis, ein bisschen Gemüse und etwas Fleisch da drin. Und eigentlich, wenn man ein größeres Stück Fleisch gefunden hat unter dem Reis, sollte man das rausholen, ja, und dann mindestens teilen, wenn nicht gar jemandem anderen auf seinen Bereich des großen Tellers legen. Was tat er? Er sagte der Person, und dann waren wir eingeladen, wir waren so hungrig gewesen. Und dann entdeckte ich, ja, dass, als ich in den Reis griff, dass darunter sich ein schönes Stück Fleisch befand. Und ich hielt kurz inne und dann entschied ich mich dazu, es sofort in den Mund zu nehmen, ohne dass irgendjemand davon merkt. Und die Person sagte mir, weißt du was, was ich glaube, hätte er damals das Stück Fleisch offengelegt und geteilt oder jemandem anderen an seine Stelle gelegt und ihn dadurch bevorzugt, ich glaube, später hätte er mich nicht betrogen. Ich glaube, dass er damals schon anfing, auf die schiefe Bahn zu kommen. Deswegen vernachlässigen wir keine Kleinigkeiten, liebe Geschwister. Und wir kennen den authentischen Bericht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass eine morallose Frau, ja, eine Frau ohne Moral, ohne ins Detail gehen zu wollen, dass sie einen durstigen Hund gesehen hat, ja, und für diesen durstigen Hund ist sie extra in einen Brunnen runtergeklettert und wieder hochgeklettert und hat in ihrem Lederschuh quasi zwischen den Zähnen das Wasser hochgetragen für diesen durstigen Hund. Und Allah Ta'ala vergab dieser Frau. Und wir kennen den anderen Bericht, dass eine Frau eine jenseitige Strafe dafür bekommen hat, dass sie eine Katze bei sich einsperrte, ohne ihr Nahrung zukommen zu lassen. Also entweder möchte man sich ein Haustier halten, ja, und man gewöhnt das Tier an sich, lässt es vielleicht ein paar Tage nicht raus, aber verwöhnt es und gibt ihm zu essen, bis dann das Vertrauen entsteht und dann kann man wieder auch die Türen und die Fenster aufmachen und die Katze wird immer wieder kommen. Entweder ernährt man die Katze oder man lässt die Katze frei. Aber warum einsperren und dann verhungern lassen? Und dafür hat eine Frau, wie in einem authentischen Hadith überliefert wird, eine jenseitige Strafe bekommen. Und keiner von beiden hätte jemals gedacht, dass diese Kleinigkeit eine jenseitige Auswirkung gehabt hätte. Deswegen sollten wir niemals Kleinigkeiten vernachlässigen, liebe Geschwister. Dann sagte Luqman seinem Sohn, er soll beten. Er möge beten. As-Salah. Und wir wissen, was As-Salah bedeutet. Und jetzt ist nicht Raum im Rahmen der heutigen Thematik, um viel über As-Salah zu sprechen. Aber ich möchte etwas thematisieren. Er sagte, verrichte dein Gebet und gebiete das Gute und verwehre das Schlechte. Er hat Zivilcourage. Setz dich ein, wenn du irgendwo Unrecht siehst. Und sei selbst jemand, der Verantwortung für seine Mitmenschen trägt. Ja? Ich darf an der Stelle etwas Werbung machen. Seit 2008 haben wir hier nach dem Freitag eine Bedürftigenspeisung. Mal kommen 5, mal kommen 35. Die Mehrheit übrigens nicht Muslime. Ja? Wir müssen soziale Verantwortung tragen. Wir müssen das Gute gebieten, ja? Und das Schlechte aufhalten, ja? Nach unseren Möglichkeiten. Und dann sagt Luqman zu seinem Sohn, und sei geduldig bei all dem, was dich treffen wird. Das heißt, erstmal müssen wir fest im Gebet sein, liebe Geschwister. Weil wenn wir irgendwo Verantwortung tragen müssen, können wir dies nicht, ohne spirituell gestärkt zu sein. Wir werden scheitern. Weil wenn wir irgendwo Verantwortung tragen, wird es auch immer Gegenwind geben. Ja? Menschen werden vielleicht nicht damit zufrieden sein, dass sie kritisiert werden. Oder werden nicht damit zufrieden sein, dass jemand Verantwortung tragen möchte. Und sie werden ihn im Negativen beneiden, werden ihm vielleicht schlechte Motive nachreden, etc. Jeder, der irgendetwas versucht, auf die Beine zu stellen, er setzt sich einer Kritik aus. Und das wird man dann nur durchhalten können, wenn man standhaft ist, wenn man Geduld hat. Das heißt, zuerst kommt die spirituelle Kraft durch die Beziehung zu Allah Ta'ala, dann kann man in der Gesellschaft Verantwortung tragen und dann muss man aber auch
geduldig sein und standhaft sein. Weil es ist nirgendwo einfach, liebe Geschwister. In dieser Welt wird einem nichts geschenkt. Und subhanallah, er sagte, zeige den Menschen, allen Menschen, ja, nicht arrogant, ja, also deine Wange, ja, wende dich nicht arrogant ab und lauf auf der Erde nicht stolz herum, alles sehr sinngemäß. Denn Allah Ta'ala liebt nicht den stolzen Prahler. Und dämpfe oder mäßige deinen Gang und dämpfe deine Stimme, denn die schlimmste Stimme ist die Stimme des Esels. Hier haben wir also Tawhid, die Beziehung zu Allah Ta'ala, das Gebet. Hier haben wir den Umgang mit den Menschen. Hier haben wir Charaktereigenschaften wie die Geduld. Und dann haben wir eine umfassende, alles abdeckende Anleitung, alle Bereiche der Interaktion eines Menschen im Wie, wenn wir mit den Menschen umgehen. Das heißt, erstmal brauchen wir Geduld, weil es wird Gegenwind geben. Und dann sollen wir aber nicht arrogant werden. Die allererste Lektion, wende dich nicht arrogant ab. Ja? Weil manchmal kann es passieren, dass wenn jemand etwas Gutes tut oder sich gegen Übles einsetzt, dass dann Hochmut in sein Herz einzieht. Und dies war der Anfang vom Ende vom Scheitan, der damals als Dschinn bei den Engeln zusammen Allah Ta'ala dienen durfte. Er tat Gutes. Und was war der Anfang vom Ende? Hochmut. Das heißt, wenn du dich auf diesen Weg begibst, musst du geduldig sein, du wirst Gegenwind bekommen. Aber den Menschen gegenüber, die dir diesen Gegenwind geben, darfst du nicht hochmütig werden. Und hier, subhanallah, ist die Mimik, ja, man soll nicht seine Wange verächtlich abwenden von jemandem. Hier ist Mimik mit dabei. Aber hier ist auch die Gestik mit dabei, ja, wie man läuft, ja, läuft man wie der Terminator oder, ja, oder wie die anderen alle Superhelden jetzt neu heißen, ihr merkt schon, ich werde ein bisschen älter, ja. Hier ist eine Schulklasse von der IGS Nordend gerade da und mir wurde gerade gesagt, keiner von den Lehrern, die damals unterrichtet haben, als ich auf dieser Schule war, arbeitet dort mehr. Die sind alle in Rente gegangen, ja. Deswegen, mir fällt nur der Terminator ein. Lauf nicht auf eine arrogante Art. Das heißt, die Mimik ist hier erwähnt, die Gestik ist hier erwähnt, die Körpersprache, ja, die Sprache des Gesichts, die Sprache des Körpers und dann die eigentliche Sprache. Dämpfe deine Stimme. Und die schlimmste Stimme ist die Stimme der Esel. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam dazu, oder die Gelehrten leiten auch ein Verbot ab, dass man laut, ja, laut mit der Stimme ist, weil der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, laysa lana mathalus su al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'i. Ja, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, uns steht das schlechte Beispiel nicht, das gebührt uns nicht. Jemand, der etwas schenkt und dann es zurücknimmt, ist wie ein Hund, der sein Erbrochenes wieder aufisst. Also wenn ihr etwas verschenkt habt und ihr verlangt es zurück, ja, seid ihr im Begriff, wie ein Hund zu sein, der sein Erbrochenes nochmal in sich aufnimmt. Das heißt, keiner möchte nach diesen Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemals ein Geschenk wieder zurückverlangen. Und genau so, liebe Geschwister, möchte keiner von uns wie ein Esel sein, wenn Allah Ta'ala die erhobene Stimme, ja, das bosshafte Reden, um es mal so zu sagen, als Stimme der Esel beschreibt. Und allein inhaltlich gab Luqman seinem Sohn ein Beispiel und nicht nur eine Lehre. Denn was er sagte inhaltlich, wundervoll. Und auf eine schöne, annehmbare Art auch. Ja? Oh, mein Söhnchen. Ja? Und der Sohn war auf dem falschen Weg gewesen. Ja? Warum diese ganzen Lehren, wenn sein Sohn sie nicht nötig gehabt hätte?
Ja? Wenn sein Sohn sie nicht nötig gehabt hätte. Aber er redet auf eine annehmbare, auf eine Art, sodass man den Inhalt annehmen kann, sodass man sich wertgeschätzt fühlt, wohl fühlt. Ja? Und das geht manchmal auch verloren, wenn man versucht, etwas zu bewirken. Manchmal verliert man die Höflichkeit. Manchmal verliert man die sympathische Art. Aber Luqman, er verkörperte seine ganzen Lehren, er lebte selbst danach und das können wir nachlesen. Und das ist der Grund, subhanallah, ja, ansonsten werdet ihr Luqman, ja, ich kann in jede Wette eingehen, ja, werdet ihr kein zweites Mal im Koran auffinden. Subhanallah. Er wird nur dort erwähnt. Und diese Sure wurde nach ihm benannt, Surat al-Luqman. Subhanallah. Wegen diesem Dialog. Das heißt, dieser Dialog, liebe Geschwister, er soll uns beschäftigen. Allah wollte, dass dieser Dialog uns beschäftigt. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Das heißt, wir weisen den Menschen, egal wem, nicht verächtlich unsere Wange. Ibn Kathir, der kommentierte diesen koranischen Befehl mit einem weiteren Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا. Habt Ehrfurcht vor Allah. Und was die Höflichkeit anbelangt, was das gute Benehmen anbelangt, geringschätzt nichts davon als Warnung. Und dann gab er uns den Rat, das dazu auch gehört, ja, zum guten Benehmen, zur Höflichkeit. وَأَنْ تَلْقَوْا أَخَوْكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَصِتْ. Ja? Und dass du deinem Bruder begegnest und dein Gesicht ist ihm gegenüber geöffnet, sympathisch. Ja? Auf eine sympathische Art und Weise soll man seinen Mitmenschen begegnen. Liebe Geschwister, ich habe einen wundervollen Rat bekommen von einem Bruder, der sagte, geh diese Sache doch bitte mal nach. Er sagte, er wäre dafür, dass wir um unsere Moschee herum zwei Zonen quasi, oder in unserer Moschee zwei Zonen haben. Da, wo wir uns etwas gehen lassen können, ja, auch mal ein bisschen Spaß machen können, ja, und dort, wo wir uns etwas zurückhalten müssten, ja, weil wir vielleicht auch Nachbarn eventuell stören können oder auf eine Art und Weise auffallen können. Und ich fand das sehr, sehr klug, ja, ich fand das sehr, sehr klug und gemäß dem, was wir gerade eben miteinander durchgenommen haben von Surat Luqman, auch in unserer Religion verankert. Dass wir unsere Stimme dämpfen. Ja? Keiner von euch soll mir damit ankommen, ja, in diesem Gebiet sind so und so viele Dezibel erlaubt und ich habe hier ein Schallmessgerät und ich übertrete damit nicht das Gesetz. Ja? Weil wir Muslime, wir geben immer mehr, liebe Geschwister. Ihsan, ja? Wir unternehmen den ersten Schritt. Wir verzichten auf Rechte. Aber in dieser Angelegenheit, liebe Geschwister, bin ich hier und hin und her gerissen. Ist es überhaupt ein rechter Verzicht? Oder ist das nicht die Befolgung eines Gebotes? Wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, dämpfe deine Stimme. Und wir sagen, bitte, wenn ihr rausgeht, dämpft eure Stimme. Verzichten wir damit auf ein Recht? Welches Recht hat Allah Ta'ala uns denn gegeben, wenn er sagt, dämpft eure Stimme? Ansonsten ist eure Stimme wie die Stimme der Esel. Wir befolgen ein Gebot, liebe Geschwister. Und selbst wenn es im Rahmen des Rechteverzichts wäre, was wäre daran so schlecht? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, obwohl dazu kommen wir später. Ein weiteres Gebot, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam,
إياكم والجلوس في الطرقات. Wehe euch, dass ihr bei den Wegen abhängt, ja, dass ihr herumsitzt auf den Wegen. Und einige Prophetengefährten, sie sagten, o Gesandter Allahs, ja, wir haben keine anderen Versammlungsorte, ja. Sie fragten, ist es ein eindeutiges Verbot oder ist es eine Empfehlung, ja? Was sollen wir machen, ja? Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich kürze das etwas, fa'a'tu at-tariqa haqqa, dann gebt dem Weg sein Recht. Ja, im Islam haben wir Menschenrechte, im Islam haben wir Tierrechte, im Islam haben wir Rechte für Pflanzen und subhanallah, im Islam haben wir Rechte für Wege und Straßen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, so gib dem Weg sein Recht. Natürlich mussten die Sahabis fragen, was ist das Recht des Weges? Ja, zum ersten Mal eingeführt. Ja, und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, als allererstes, raddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkar. Dass ihr eure Blicke senkt. Das heißt, wenn wir irgendwo abhängen, ja, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Erstens ist das Makruh, im Sinne von, wir finden bessere Orte, um uns zu versammeln. Wir sind entweder in der Schule oder in der Uni oder auf der Arbeit oder im Sportverein oder in der Bibliothek oder in der Moschee oder zu Hause. Warum draußen irgendwo abhängen? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Märkte die verabscheutesten von allen erlaubten Plätze in der Auffassung Allahs ist. Allah verabscheut die Märkte für uns, liebe Geschwister. Und er liebt für uns die Moscheen. Er verabscheut die Märkte. Und wenn wir uns irgendwo aufhalten und kurz mal zu zweit, zu dritt, zu viert sitzen, wir dämpfen unsere Stimme. Ja? Wir laufen nicht so rum, ja, und zeigen Muskeln und prahlen. Ja? Und wir senken unsere Blicke. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, zum guten Islam einer Person oder der gute Muslim ist derjenige, der auch das lässt, was ihn nichts angeht. Die Schwierigkeit ist, wenn man irgendwo draußen steht, ja, alles will die Aufmerksamkeit von einem. Denn es ist schon schwer, das Erste zu befolgen, den Blick zu senken. Ja, und den Friedensgruß zu erwidern. Und dann muss man aber auch im Blick behalten, wenn irgendwo um einen herum etwas Schlechtes passiert, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, habt Zivilcourage, gebietet das Gute und verwehrt das Schlechte. Subhanallah. Also, das ist kaum zu erfüllen. Einerseits Blick senken, andererseits aufmerksam sein, weil ansonsten könnte es heißen, ah, der und die hat Hilfe gebraucht und die Gruppe dort hat nicht geholfen. Und das zu lassen, was einem nichts angeht. Da ist man ja nur beschäftigt. Dann bleibt man doch lieber zu Hause, anstatt sich irgendwo draußen zum Abhängen zu treffen. Ja? Das heißt, wenn wir, liebe Geschwister, wenn wir immer wieder sagen, die Rechte des Nachbarn, wenn wir immer wieder sagen, Stimme dämpfen und nicht so ja, auf Boss draußen machen, ja? Ist das rechte Verzicht oder ist das einfach nur die Umsetzung eines Gebots? Und selbst wenn es rechte Verzicht wäre, liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist umstritten, aber es gibt Gelehrte, die vertreten seine Authentizität, darunter auch Al-Mundiri. Und in der heutigen Zeit, nein, Al-Mundiri, man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha. Dass wer darauf verzichtet, zu diskutieren und zu streiten, obwohl er im Recht ist, von Allah Ta'ala ein Haus in der Mitte des Paradies gebaut bekommt. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, er trat oft als Schlichter, als Lehrer, als Erzieher in Streitfragen auf. Und er lehnt es erstmal ab, Richter zu sein. Ja? Da gab es einen Konflikt zwischen zwei Prophetengefährten. Ja? Beide meinten dasselbe Anrecht oder mehr Anrecht gegenüber dem anderen zu haben in Bezug auf einen Wasserkanal, wo es um die Bewässerung von Feldern ging. Ja? Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Zubayr, oh Zubayr, du nimmst das Wasser und dann lässt du es deinem Nachbarn zufließen. Und der Nachbar war damit nicht zufrieden. Ja? Und er wollte sozusagen
Er wollte ins Detail gehen. Und dann gab es den Rechtsspruch, ja, nämlich, dass Zubair komplettes Anrecht auf das Wasser hat. Ja? Aber was wollte der Prophet zunächst? Er wollte, dass Zubair, radiallahu anhu, auf sein Recht verzichtet. Ja? Und er war bereit. Nur der andere, er wollte Recht einklagen. Und dann hat er Recht bekommen, aber sein Leben wurde dadurch nicht besser. Der Prophet Muhammad erschlichtete zwischen zwei Leuten, der eine hat dem anderen Geld geliehen. Ja? Er hat das Recht gehabt, das komplette Geld zurückzunehmen. Und der Prophet, es ist wohl eine arabische Geste, ich habe dafür keine Entsprechung gefunden, also er deutete ihm an, mach die Hälfte. Dann nimm die Hälfte und lass gut sein. Ja? Und zwar Ka'b ibn Malik, er hat das so angenommen. Er hat auf die Hälfte seines Rechts verzichtet. Das ist etwas Islamisches. Nicht, dass uns die Arroganz kommt, ja nicht, gleiches Recht für alle und so weiter. Ja, und die machen das doch auch und ist nicht gesetzlich verboten. Ja, aber schau, was Allah Ta'ala von dir will. Ja, dass du demütig wirst. Keine Prahlerei. Ja, nicht wie ein Boss rumlaufen. Dämpfe deine Stimme. Hab eine sympathische Mimik, keine arrogante Mimik. Hab eine einladende, eine beruhigende Körpersprache. Nicht, dass man gleich denkt, du ja, fängst den Kung-Fu-Film an oder so. Manche Leute laufen so rum. Ja, da denkt man, oh, muss man, ja, den darf man nicht aus den Augen verlieren. Wer weiß, was jetzt gerade passiert. Ja. Dann, mashallah, subhanallah, assalamu alaikum. Ja? Bruder, dämpf deine Stimme, halt dich ein bisschen zurück. Das sind Gebote von Allah und häng nicht so viel draußen ab. Ja? Es gibt gute Orte, die habe ich gerade eben genannt. Da sollten wir uns 24-7 aufhalten und nicht draußen unsere Zeit verschwenden und dem Recht des Weges, subhanallah, die Hohenstaufenstraße hat Rechte, die Mainzer Landstraße hat Rechte, der Güterplatz hat Rechte, subhanallah. Ja, subhanallah. Geht bitte damit raus, der Weg hat Rechte. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Mujib, ja Karim, ja Wahhab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. O Allah, wir lieben dich. O Allah, bitte erfülle unsere Bittgebete. O Allah, bitte steh uns bei. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute, O Allah. Und lass uns zu den Letzteren zählen. Lass uns in unserem Gebet unseren Trost finden, unsere Stärke finden, O Allah. O Allah, bitte stärke und vereine unsere Gemeinde. Helf uns dabei, Verantwortung zu tragen in der Gesellschaft, O Allah. Lasse uns geduldig sein, lasse uns demütig bleiben, O Allah. Helfe, O Allah, uns darin, dass wir in dieser Welt und in der nächsten erfolgreich sind. Schenke uns deine Vergebung und deine Rechtleitung und dass wir in Stufen im Diesseits wie auch im Jenseits steigen dürfen. O Allah, bitte helfe all den Menschen, die wirklich Nöte durchleiden, O Allah, die in Katastrophengebieten leben, die Erdbeben und Fluten und Dürren und Überschwemmungen durchmachen müssen, O Allah. Bitte steh ihnen bei. O Allah, für alle Menschen, die menschengemachtes Leid durchleiden müssen, O Allah, die Krieg, Vertreibung, Folter, Hunger, Durst und Krankheit, was menschenbedingt ist, O Allah, durchleiden. Bitte steh ihnen bei und bitte lass uns ein tatenreiches Leben haben, wo wir uns einsetzen, von unserer Zeit geben, von unseren Nerven geben, von unserem Geld geben, von unserem Einsatz geben, O Allah. Auf dass wir am Tag des Gerichts dem Propheten auch stolz begegnen dürfen und aus seiner Hand das gesegnete Wasser trinken dürfen. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Und lass uns unsere Gebete beten in vollster Konzentration und in Sehnsucht nach dir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. أجمعين